So. Samen. Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Dämliche Rätsel. Also, es ist doch eine Tür. Okay, aber da gehen wir noch nicht rein. Wir gucken jetzt trotzdem noch mal ganz kurz. Ich will noch die Kiste da. Das haben wir gelöst, das Problem, aber ich gehe noch die Kiste. Das gönne ich mir noch. Ich habe auf jeden Fall Glocken gesehen gerade. So, wo war noch mal die Kiste? Da oben drüber ist die. Genau, jetzt haben wir da oben auch einen Weg, genau zur Kiste hin. Und dann habe ich gesehen, da baumelt eine. Aber wo sind die anderen? Eigentlich können die ja nicht weit weg sein. Ich habe ja nämlich nicht so viel Zeit. Ich muss die ja nacheinander treffen. Und das in einer gewissen Zeit. Damit bleibt uns eigentlich nur... Da ist eine. Der deutsche Sprecher von Andreas ist hier ein ganz Stück gechillter als der englische Originalsprecher. Okay. Der ist eigentlich richtig angefressen gerade. Ach, okay. Ich habe letztens wirklich jemand geschrieben, ich soll jetzt mal auf Englisch spielen. Vielleicht ist genau das der Grund. Die Stimmung ist eine andere. Warum ist der denn so angepisst jetzt momentan? Weil wir hier lang kämpfen mussten? Und die Dunkelalps bekämpfen mussten? Aha, hier ist eine Glocke. Das war nicht gut. Okay, warte mal, aber wo ist denn die dritte Glocke? Wo ist die dritte? Die ist doch hier, die ist doch da unten. Wie soll ich denn? Ich habe aber, glaube ich, gerade was gesehen, wenn ich durchs Fenster durchgucke. Warte mal. Kann ich die da... Ah, die da hinten? Hier ist die andere. Haben wir sie? Habe ich es hingekriegt? Ja, habe ich! Er hat die Dunkelelfen umgehauen und sein Vater ist nicht von alleine zu ihm zurückgekommen. Das stimmt. Das stimmt. Das richtig. Die Situation hatten wir ja beim letzten Mal. Genau so ist es. Und der hat auch nicht gesagt, man hat ja gesehen, dass der die Dunkelelfen bekämpft und dass da auch ganz viele Leichen rumliegen. Und der hat nicht mal darauf eingegangen, Kratos. Das stimmt. Und da könnte ich natürlich auch verstehen, wenn der jetzt total angepisst ist, weil der Vater... sich null für ihn interessiert. Rein optisch sieht man es nicht. Also er wirkt auch nicht abweisend oder so rein optisch. Ne? Oder geht auch nicht weg oder sowas. Aber mal gucken, wie es sich in der Stimmung noch zeigt jetzt hier in den nächsten Szenen. Wollen wir mal gucken, was hier noch rauskommt. Das sind die Lichtelfen, oder? Ich habe jetzt angefangen, mir eine Dokumentation mit über 120 Folgen über die nordische Mythologie anzuschauen. Gestern habe ich die ersten beiden Folgen angeguckt. Die Entstehung des Weltenbaums und so. Beziehungsweise erstmal die Grundlage zum Weltenbaum, was der überhaupt ist. Yggdrasil. Und wo die Bezeichnung Yggdrasil herkommen könnte und sowas. Das können wir uns so gerne mal gemeinsam angucken. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, aber wir können auch gerne mal hier einfach gemeinsam uns so Dokumentationen anschauen. Mache ich das einfach hier an und wir gucken. Und ihr könnt mir noch Dinge erklären dazu und so. Aber das würde ja voraussetzen, dass ihr da auch Bock auf sowas habt. Was haben wir hier noch? Ah, wieder der Zwergenladen. Das ist doch der... Warte mal. Als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Hier waren wir doch erst. Ja, genau. Und jetzt hat er auch was zu erzählen. Guck mal. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super.
Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Niflheim. Ich habe es erstmal verstanden gestern. Midgard ist... zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Midgard ist... Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Ich finde das schon cool, wenn die sich unterhalten, ne? Also Midgard ist, glaube ich, die Welt der Menschen, nicht? Und Niflheim, ist das nicht die... Ist Niflheim die Welt der Götter oder ist das schon die Welt der Toten? Wie war das denn gleich? Midgard und Niflheim, Asgard und... Genau, Asgard ist, glaube ich, das, wo die Götter sitzen, nicht wahr? Midgard und Asgard sind, glaube ich, die beiden Welten. Und Niflheim war doch, glaube ich, schon etwas, was nicht so ganz... Was dann schon mit Kampf zu tun hatte, oder? Aber ich gucke es mir nochmal genauer an, Leute. Oh, oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Mehr kriegst du nicht. Neue Rezepturen Mach freigeschaltet. Der Raum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. Okay, lohnt sich jetzt hier Arbeit. Schon was zu verbessern? Der ist besser als das, was ich aktuell trage. Den kann ich mir auch leisten. Aegirs Gold und weicher Svartalhelm. Aber da habe ich acht. Ich heb mir mal diese ganzen Teile auf, die das. Ich nur eine Ausrede, um Hallo zu sagen. Genau, ich investiere hier mal nicht. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich mache dann erst wirklich dolle weiter mit dem Hochleveln, wenn ich es unbedingt brauche. Ich spare jetzt erstmal. Was ist das? Na toll. Der mit den Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Minka und Toki, wo sind wir? Der schreit nur rum. Ne? Der schreit nur. Wer weiß, was der will. Guck mal, da ist was, wo wir drauf schießen können, oder? Aber hat's das gebracht? Nee, ne? Wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Genau. Fragen, die du selber beantworten kannst, kosten 50 Cent. Gibt es da sonst noch was zu holen? Nee. Also wir haben das Licht von Elfheim geholt, glaube ich. Wir haben ja auf jeden Fall den Bogen, die Sehne des Bogens jetzt wieder bespannt. Mit Licht. Hier kann ich mich nicht umgucken. Das sehe ich jetzt nicht, wenn der angegriffen wird. Ich sehe es nicht, ne? Kann nichts machen. Ob wir die Hexe nochmal wiedersehen jetzt, wenn wir wieder zurückkommen? Wir müssen jetzt, glaube ich, wieder zurück nach Midgard, oder? Wollen wir mal gucken. Hier ist was zu holen. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Kriegsbeute, Alpenartefakte gefunden. Aha, interessant. Hey, guck mal, ich habe eine Taschenlampe. Wo habe ich denn die her? Es leuchtet der... hier. Dieses komische Ding. Dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Leuchtet mir den Weg, okay. Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. So, hier waren wir. Hier sind wir mit der lang gelaufen, mit der Hexe. Frost... Wie heißt das Ding denn gleich? Frostherz, Frostwurz. Frostböf. Wie heißt das denn gleich? Bifrost heißt es, das Ding. Bifrost heißt es. Was hier leuchtet. Aber es leuchtet jedenfalls doll. Ich habe eine richtige Taschenlampe mit dem Ding. Bifrost könnte ja irgendwie... Bif steht ja für zwei vielleicht. Jetzt fährt die Brücke wieder zu. Jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Okay, jetzt fährt übrigens die Brücke wieder zu. Die hatten wir ja vorher geöffnet. Oh nein, das ist ein Hexenvieh. Ja, was ist hinter mir, wie es aussieht? Noch so ein Vieh. Ah!
Die eine haben wir. Aber die bleiben halt nicht hängen, ne? Die kann man nicht einfrieren. Ich hab mal eine Idee. Achso, da ist kein. Okay, da ist kein Kristall. Die hat es mir jetzt aber leicht gemacht, die hat mich nicht angegriffen. Dumme Hexe, Alter. Da hinten ist aber was zum drauf schießen, okay. Wenn du das Licht nach oben halten, könnte ich sehen, wohin ich schieße. Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach ich ja. Nutze deine Ohren. Das ist eine blöde hässliche Hexe. Hier oben ist auch so ein Ding. Zum Abschießen bestimmt, ne? Okay. Da habe ich ein bisschen euphorisch einfach drauf geschossen jetzt, ohne zu gucken, was da los ist. Den haben wir kaputt. Ah! Und den auch noch. Ich habe extra den Faustkampf gelevelt. Heilen. Gucken wir mal kurz hier rein. Gibt's hier was zu holen? Hier nicht. Und wo gehen wir jetzt hin? Tja. Du stellst Fragen, junger Mann. Wieder ein Artefakt. 3 von 6. Ich mache hier 100% bei dem Spiel, Freunde. 100% und mehr. Aber bestimmt gibt es auch irgendwie, um 100% zu machen, eine Stelle. Willst du den Kristall auch wieder überall mit hinnehmen? Wenn es sein muss. Da muss man bestimmt ohne einmal zu sterben durchkommen. Da bin ich schon raus. Ich habe doch gerade schon gesehen, da unten ist doch so ein Ding, genau. Da, oh, die Kiste muss ich auch mitnehmen. Na? Man konnte ja irgendwann mal... Irgendwann konnte ich auch mal blocken, also blocken und dann auch zurückschlagen, ne? Aber das krieg ich nicht mehr hin. So, ich habe kurz den Kristall hier hingelegt, aber da will ich mir ganz kurz mal angucken, ob ich hier reinkomme. Die ist ja zugewurzelt, also brauche ich irgendwo so ein Teil. Aber ich sehe es jetzt, hier sehe ich es nicht. Da wächst der Ast hin. Da ist ein Gesicht zu sehen. Das Gesicht spielt bestimmt irgendeine Rolle für uns. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach den Kristall und tragen den nach da drüben. Da leuchtet nämlich was. Da liegt auch irgendwas kaputt. Ob wir das richtig hinstellen müssen gleich? Die Farben um den Gegner geben Aufschluss über das Blockverhalten. Weiß, du kannst kontern. Gelb, du kannst nur blocken. Rot, du kannst nicht blocken. Ja, stimmt. Bei Rot kannst du das Schild zerziehen, aber da fällst du trotzdem hin. Da hast du recht, das stimmt. Okay, Gelb kann ich blocken, aber... Okay, und Weiß kann ich es auch kontern. Wenn ich mir das merken kann, wäre das natürlich total cool. So, ich stelle ihn mal hier hin. Und dann schießen wir uns mal das da hinten frei. Du musst hierher kommen. Atreus, komm mal her, bitte. Atreus, komm jetzt hierher, Mann. Komm mal bitte hierher. Hat er jetzt den abgeschossen mit dem Kristall? Noch ein Versuch. Jetzt haben wir getroffen. Sehr schön. Achso, da müssen wir den Kristall hintragen. Was war das? Natürlich. Oh, der weicht aus. Interessant. Gefroren ist er. Und bam. Kristall. Crystal. Mitnehmen.
Ich finde auch wirklich diese Gespräche, die untereinander führen, ne? Es macht so einen Spaß, dazu zu hören einfach. So, ich packe es einfach da rein und dann werden wir sehen, was passiert, ne? Erstmal kommen hier. Momentan sehe ich noch kein Vieh. So, hier. Aha, ist was zum Aufheben. Heilung. Hier sehe ich irgendwas, da muss ich irgendwie wahrscheinlich mit der Axt arbeiten. So schon mal nicht. Dann machen wir es erstmal hier. Mach mal an. Aha, jetzt muss ich hier die Schriftzeichen. So ein Bluetooth-B. Haben wir. Dann haben wir ein... So ein F. Haben wir. Dann haben wir ein Epsilon. Was ja griechisch wäre. Oh. Und das jetzt? Hä? B? F? Epsilon. Und dann noch das andere F. Okay, erstmal Kiste holen. Wieder ein Rätsel gelöst, ne? Es ist übrigens nicht wirklich das Bluetooth-B. Die Rune war auch ein Zeichen von Harald Blauzahn, dem Wikinger. Aha! Und daher kam ja das, dass man sagt Bluetooth, ne? Nach dem Bluetooth benannt wurde. Genau, richtig, richtig. Schuppen, Ruhen, Schulterpanzer. Warum wurde denn das Bluetooth nach dem Herrn Blauzahn benannt? Gibt es da einen Zusammenhang dafür? Eine Funkverbindung? War das ein Telekines? Telepath? War das ein Telepath? Schuppen, Ruhen, Schulterpanzer. Ich gucke es mir mal im Menü an. Es ist eine... Okay, es ist eine Stufe 2 auf jeden Fall. Und dann müsste die eigentlich im Großen und Ganzen genau doch recht gut sein. Dann machen wir mal anlegen. Oh, jetzt haben wir diese Echsenrüstung hier. Schuppenrunen, Schulterpanzer. Das ist natürlich die Frage. Das ist wahrscheinlich schlechter. Die ist recht gut. Was haben wir hier? Haben wir hier auch was? Todesspur haben wir hier. Gibt's also dafür gibt es noch nichts mit Schuppen. Hier haben wir Wolfshaut mit 2 Plus. Die ist schon angelegt. Und hier unten ist ein Talisman. Was haben wir hier bei Waffe? Leichter Runenangriff. Utgard-Hieb. Achso, hier kann ich also jetzt gucken. Aha, wieder eine neue. Das lassen wir aber erstmal alles so, wie es ist. Alles bleibt hier genau so, wie es ist. Damit ich nicht noch mehr durcheinander komme. Sind wir erstmal wieder geheilt? So. Genau, Harald Blauzahn. Also es ist wirklich genau, das ist genau das Symbol. So. Okay, hier gibt es erstmal nichts weiter zu holen. Wir können noch. Aber ich. Also muss ich das Ding wieder mitnehmen, ne? Ich schlepp mal den Kristall wieder mit. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.